So, weiter geht's mit Tekken 4 und wir dürfen mit Panda spielen. Eieiei. Hat's mir irgendwie schon gedacht. After the last tournament, Panda accompanied Xiao Yu back to Mishima High School. Since then, Panda spent her days training with Xiao Yu. On some days, she wondered just a little about the whereabouts of Kuma, who disappeared after the tournament. One day, 2 years after the tournament, a preoccupied Xiao Yu mentioned the announcement for the King of Iron Fist Tournament 4. After hearing Xiao Yu's concerns about the tournament and the Mishima Zaibatsu, Panda decided to become Xiao Yu's bodyguard once again. Okay, mit Panda, Kuma und wie sie alle heißen, kann ich überhaupt nicht kämpfen. Und ist für mich tatsächlich jedes Mal wieder ein Akt von, ach bitte nicht schon wieder. Ja, es ist doof, ich weiß, aber ich muss sie ja durchspielen. Als Let's Play oder die Challenge, die wir hier machen, ist ja mit jedem Charakter die Story durchzuspielen. Wobei, ich weiß nicht, der Arcade ist da ja auch noch drin. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, großartig anders ist der nicht. Ich werde den mal offscreen, werde ich den mal spielen. Den habe ich tatsächlich nie gespielt. Weil war nie notwendig. Ich meine, warum auch? Ich meine, ist ja nie. Eieiei. Da hat ihm aber auch wirklich einen gezeigt, ey. Das waren Moves, die kannte ich noch gar nicht. Na, die Beine sind einfach sau kurz. Ja, das ist auch ein neuer Charakter. Combot. Combot ist wie so eine Art Mukuton. Oder Mukujin heißt er, glaube ich. Mukujin, ne? Kopiert den Angriffsstil ja, von anderen Charakteren. Aber Näheres werden wir noch bei einer gewissen Story kennenlernen. Final Round. Fight. Geil, hat sogar funktioniert. Okay, gegen Julia.
fight. Ich weiß gar nicht, war die in Tekken 3 auch da gewesen? Wow. Konnte ich mal aufstehen. Schade, und ich dachte, der Kampf lief gut, aber naja, man sieht es ja. Ich erwarte, dass sie zuschlagen und zuschlagen kann noch. So, Hayachi. Mal wieder. Ja, auch wenn die Parts echt nicht so lange gehen, dauert das trotzdem echt. Na, komm, Alter! Meine Fresse, du hättest auch einfach mal nicht ducken können, ey. Na. Ja, auf jeden Fall, ich nehme ja die Parts hier immer, wenn es klappt, alle nacheinander auf. Außer jetzt bei den ersten drei. Und 4, 5 und 6 ist ein Tag dazwischen tatsächlich gewesen. So ein Fun Fact jetzt mal. Aber generell, wenn ich die aufnehme, die Parts dann. Nein, Mann! Musst du diese Scheißwelle dann noch machen? Scheiß doch mal auf deinen Sieg, sondern gib den einfach mir. Dann können wir den Abspann sehen und dürft gleich nochmal mit Kuma antreten. Das heißt, den gleichen Charakter, in gleicher Größe, in gleicher Kombination. Nur Aussehen ist anders und ja, alles andere auch. Dankeschön. Endlich Feierabend. この写真大事にしてたっけ。でもどうして急に。あ、ジン。わかった。一緒に探しに行くってこと。私一人で。どうして。二人で世界中を探し回ろうよ。やだよ。一緒に行こうよ。そっか、もしかして自分が保護動物だってこと気にして。でも Ja, alles klar. Dann sehen wir uns jetzt gleich wieder zurück zu Tekken 4 mit dem guten Kuma. Also, bis gleich.